Noch ein Vers hier in Lukas 15. Das ist der Gleichnis der verlorenen Sohn, Prodigal Son. Mhm. Also er ist ein Sohn des Vaters, er geht zu Huren und er kommt wieder. Und der Vater sagt zu der ältere Sohn, Vers 32, du solltest aber fröhlich sein und dich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden und er war verloren und ist wieder gefunden worden. Also was ein paar Leute sagen, ist, dass, okay, guck mal, er war Kind Gottes, er war Kind sein Vater, er ist ganz weit geworden, deswegen ist er tot. Aber wenn er nie zugekommen wurde, er würde tot bleiben. Was würdest du sagen? Während er weg war, war er immer noch der Sohn seines Vaters. Ja. Und wenn die Bibel sagt, dass you know, er war tot und jetzt ist er lebendig, das ist nicht literal. Ja. Weil der Kerl in der Geschichte war nicht wirklich tot. Hm. Aber you know, die Bibel sagt zum Beispiel in, ich glaube, 1. Timotheus, die Bibel sagt, dass eine Frau, die nur für den Vergnügen lebt, ist tot, während sie lebt. Hm. Und ich sage ja. Es nicht genau richtig, aber du kennst diesen Zitat, oder? Mhm. Lass mich mal suchen. So, das ist nicht literal tot, das ist nicht geistlich tot als ungerettet, es ist nur, wie gesagt, eine tote Gemeinde, eine tote Kirche. Es ist, wir benutzen dieses Wort über Sachen, die nicht viele Bewegungen haben. Ja. Zum Beispiel, es gibt diese Meer in Israel, der Tote See. Totes Meer, ja. Totes Meer. You know, genau. Man kann das nicht immer literal nehmen, oder? Ja, das macht Sinn. Ja. You know, wenn wir an Jesus glauben, sind wir seine Kinder. Und genau wie meine Kinder werden immer meine Kinder sein. Und sie könnten mir sagen, du bist nicht mein Vater. Du bist, ich bin dein Kind nicht. Ich bin immer noch ihr Vater. Hm. Weil meine DNA ist in jede Zelle von ihr Körper. Und es ist das Gleiche mit der Rettung. Wenn wir an Jesus glauben, seine geistliche DNA ist in uns. Und er hat uns versprochen, dass er uns nie verlassen würde. Ja. Und dass nichts uns von der Liebe Gottes entfernen kann, oder? Genau, weil hier gesagt, der Bruder war tot und ist wieder lebendig. Warum ist er lebendig geworden? Weil er wieder zurück zu seinem Vater gekommen ist. Natürlich, wenn wir als Christen tot werden im Glaube und wenn wir zurück zu Jesus kommen, dann werden wir lebendig. Aber darauf hängt ihr ewiges Leben nicht. Weil dann geht es um diese Lehre, okay, jetzt bin ich gerettet, jetzt bin ich gerettet. Jetzt bin ich nicht gerettet, jetzt bin ich gerettet. Und das geht, Errettung geht nicht so. Ist einmal gerettet, immer gerettet. Well, hat der Sohn aufgehört, ein Sohn zu sein, weil er weg war? Nein. Und er wird immer noch als Bruder bezeichnet. Also er ist immer noch Teil der Familie. Und wenn wir im Fleisch wandeln, wenn wir in unserer alten Natur wandeln, dann ist das so, dann sind wir so, wie wir vorher waren. Und unser Fleisch ist im Grunde genommen tot. Wir haben aber eine neue Schöpfung, die eben von Gott ist. Und wir müssen den neuen Menschen wandeln, den neuen Menschen anziehen. Und das erinnert mich an Römer 7, weil er sagte, Paulus sagte, ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Amen. Ja.
So, ja, er war gerettet, er war Christ und er tat viele Werke für den Herrn, aber sein Fleisch war tot. You know, sein alter Mann ist tot, oder? Ja. Er bringt mit ihm dieser tote Körper. Sein Geist ist lebendig geworden. Und in Epheserbrief 2, es sagt, dass wir geistig lebendig wurden. Aber unser Körper ist immer noch tot. Mhm. Und wir haben diese Kampf zwischen unserer gerechten Seele und unserer sündigen Körper. Mhm. Deswegen heißt es auch im Galaterbrief, ich bin mit Christus gestorben und nun lebe ich. Also auf der einen Seite bin ich gestorben, auf der anderen Seite lebe ich, weil wir eben zwei Naturen haben. Und wenn, wie du gesagt hast, wenn wir im Fleisch wandeln, wandeln wir im Tod. Ja. Aber wenn wir im Geist wandeln, wenn wir im Geist wandeln, wandeln wir im Leben. Und wenn wir im Fleisch wandeln, wandeln wir im Todheit, oder? Ja. Und Paulus hat gesagt, dass er Tod mit ihm hat. You know, ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ich wünschte mir, dass wir Zeit hätten, den ganzen Kapitel zu lesen von Römer 7. Und er sagt, dass er selbst Paulus, vielleicht der größte Christ von aller Zeit, er sagt, dass er vielmal macht Sachen, dass er hasst und dass er sündigt und er will tun, was richtig ist, aber manchmal macht er schlimme Sachen. Das machen wir alle. Wir sind alle Sünder.